Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar haben vielleicht ein paar von euch schon den ersten Teil dazu gesehen. Und zwar habe ich, wann war das, vor 5-6 Monaten schon mal so ein Video gedreht und zwar habe ich 20 Promis angeschrieben und es haben 4 geantwortet und einer hat es gelesen. Und jetzt mache ich einen zweiten Teil und schreibe wieder ein paar Promis an. Und ich bin mal gespannt, wer dieses Mal antwortet oder wer auch nicht antwortet. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal sofort los. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen direkt mit Ariana Grande an. So, was schreibe ich ihr denn? Ob sie antworten wird, man weiß nicht. Ich habe sie auf jeden Fall in ein paar Stories erwähnt. Was habe ich ihr denn hier geschrieben? Oh Gott, ist ja peinlich. 2014. Ich bin einfach. Wie sah vor? Ari, I love you so much. Please follow me and so eine Freundin von mir. Please, it would be amazing. Please. 2014 einfach. Das ist voll lang her. So lange habe ich schon Instagram. Okay, was schreibe ich ihr denn? Ich schreibe ihr, dass sie wieder nach Deutschland kommen soll. Keine Ahnung, was man ihr schreiben soll. Ich kann sie doch einfach so auf Deutsch anschreiben. So, hi, wie geht's dir? Hey, na, wie geht's? Mal gespannt, ob sie antwortet. Nächste Person. Danielle Conn. Die habe ich doch auch schon mal geschrieben. Ich habe immer geschrieben, dass sie pretty ist, weil ich schon gehofft habe, dass sie antwortet, aber sie hat nicht geantwortet. Vielleicht antwortet sie ja jetzt. Let's do a TikTok together. Let's do a dance TikTok together. Wenn du halt let's twerk together. Und so, als nächstes schreibe ich jetzt mal Dunkin' Donuts. Ich schreibe, was kann ich denn schreiben? Was soll man denn schreiben? So, ich liebe deine Donuts, also eure Donuts. Deine. Ich liebe deine Donuts. Danke, danke, dass es euch gibt. Schreibe ich doch direkt bei Charlie an. Pretty, ja, yeah, you deserve the hype. Das hört ihr wahrscheinlich jeden Tag, ja, 30 Mal. Ich weiß, hört sie auch. Aber es ist schon krass, 8 Millionen Instagram-Follower hat sie jetzt schon. Aber die macht das ja erst seit Oktober. Aber wieso ist die denn, was ist denn da los? Jetzt erklär uns doch mal auf. Es war halt so ein Video von ihr und ihrer Schwester Dixie. Der kann ich auch erstmal gleich schreiben. Das war so ein Video, erstmal war Dixie zu sehen und dann kam zu diesem Lied dieses Barking, dieses I'm watching from Barkings. Und dann kam halt so Charlie rein und dann waren irgendwie alle so, weil die sehen sich halt voll ähnlich. Und dann waren alle so, oh mein Gott, die gibt's zweimal, bla bla. Alle sind voll ausgerastet auf dieses Video. Und dann haben alle so Reactions drauf gemacht. So erstmal so und wenn Charlie reingekommen ist, dann so, ah und so. Keine Ahnung, das war so dumm. Das war so wegen dem Video sind die jetzt so. Ja, wegen diesem einen Video, das kann ich gleich mal suchen, sind die einfach, da hat sie einfach den Hype bekommen. Weil alle Jungs, die einfach so toll fanden, und ich meine, ich finde sie hübsch, ich finde sie echt hübsch und so, aber ich habe nicht verstanden, warum sie so gehypt wurde. Also, was sie jetzt gemacht hat besonders. Ich meine, sie kann tanzen so, sie ist ja auch eine Tänzerin, aber was schreibe ich denn ihrer Schwester? Die tut mir auch leid, die wird immer so, ja, das ist Charlie und das ist Charlies Schwester. Aber die kann irgendwie auch nicht tanzen so richtig, also sagt sie halt immer so, sie kann die Tänze nicht. Und ja. Ich hätte es dir mal früher schreiben sollen. Was soll es denn, ey? Ich weiß. Jetzt schreibe ich noch James Charles. Schreibt ihm, er soll mich schminken. Alle mochten ihn doch irgendwann mal. Ja, ich weiß. Und jetzt geht es wieder ein bisschen weg, ne? Ja, der ist jetzt doch auch mit dem allen im Hype-Haus und so. Can you please do my makeup? Oh, ich würde voll gerne mal so richtig krass geschminkt werden. Okay, dann schreibe ich jetzt noch Elias Mbarek. Da musst du mal irgendeinen deutschen Make-up-Boy-Girl schreiben. Das wäre dann ein bisschen wahrscheinlicher als James Charles, ne? Hier, Marvin, oder wie der heißt. Marvin. Schmiff ist. Ich schreibe jetzt erstmal Elias Mbarek, dass er geil ist. Dafür, dass er 37 ist. Das stimmt. Der sieht nicht aus wie 37, Freunde, ganz ehrlich nicht. Ich schreibe, das ist geil. Da kommen wieder leichte Wendler-Vibes rüber. Hey, ja, Wupp heißt er dann sogar. Das ist der beste Deutsch-Schauspieler. Period. Okay. So, oh, ich folge ihn mal. Vielleicht antwortet er dann. Geil, finde aber nicht folgen, ne? Hier. Ups. So, dann schreibe ich jetzt noch Noah Schnapp. Der macht doch jetzt auch TikTok. Schreib ihm, dass er der beste TikToker von allen ist. Der hat so ein Mädchen hat so ein Video gedreht, also auf TikTok so, hey, Noah Schnapp, if you see this und so, can you go to prom with me und so. Und ja. Geht er einfach mit echt? Zum Prom. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also. Mach doch auch mal hier. Can you go to prom with me, auch wenn ich keinen habe? So, ich kann einen einrichten. So.
Kein Ding. Ich schreibe jetzt mal der süßen Freundin von dem Wendler. Macht sie das dann gut? Ja, schon. Mal sehen, ob sie antwortet. Die ist doch so alt wie du fast, oder? Wie alt ist sie denn? Die 19, oder? Die ist 18. Nee, die 18 ist sie nicht. Doch, aber die war 18, als sie zusammengekommen sind. Aber jetzt google mal, wie alt die ist. Die ist doch nicht 18. Ja, 19 ist die. Aber die ist noch nicht lange 19. 19? Und wie alt ist der Wendler? 41? 47. Aber 40 und 30 Jahre älter. Als er 30 war, ist sie ja noch geboren. Da gibt es doch auch so ein ganz witziges Ding so mit Don't worry, dass du noch nicht deinen Boyfriend gefunden hast, weil der ist noch nicht geboren. Genau. Alles gut. Also wenn du 30 bist, wird dein Boyfriend erst geboren. Aber dann muss es sein. Ein bisschen, das ist schon echt, boah, das ist schon krass. Würdest du das machen? Niemals. Ja, aber guck mal, da sprechen wir uns mal, wenn es wirklich denn deine große, also weißt du, ich meine? Aber irgendwie ist es schon eklig, aber ne? Irgendwie könnte ich mich nicht so in so einen verlieben, also ich habe halt nicht so Daddy-Issues. So, ich schreibe jetzt mal den nächsten, und zwar Mattia, auch von TikTok, kennen die meisten wahrscheinlich auch. Die Deutschen sind voll krass, die hat so eine, also hatte so eine Freundin. Und alle crushen den richtig hart, diesen Mattia. Und alle haben diese Freundin gehatet. Zum Tod. Immer nur alles deutsche Kommentare. Und oh, sie ist so hässlich. Wer ist denn das? Cynthia halt. Zeig mal, wie der aussieht. Er? Mhm. Der. Kennst du den? Nee. Find ihn jetzt ganz so geil. Wer ist es denn? Der Rechte. Ach, der. Also alle crushen den bis wirklich Tode. Ich bin normal. Und ich schreibe ihm jetzt, dass er nach Deutschland kommt. Zu mir. Eigentlich wollte ich auch diesen Freund an den anderen schreiben, aber der folgt mir. Und mit dem habe ich schon mal geschrieben, deswegen wäre es ein bisschen unfair. Jetzt kommt so romantisch Musik. Ich kenne mir diesen Alejandro. Gab es denn da so einen Song von Lady Gaga auch? Alejandro? Stimmt. Alejandro. Ne, Alejandro. To Germany. Der Prinz Damien, der beim Dschungelcamp gewonnen hat. Soll ich dem schreiben, dass er das verdient hat, oder? Nee, oder dass er tapfer war, dass er da den See essen hat. Schreib das, das ist geil. Würdest du mal ins Dschungelcamp gehen? Ich weiß es nicht. Also, ich könnte das nicht essen. Ich würde dann die Prüfung halten. Ich wäre so im Dschungel, würde ich es so machen, aber ich würde halt diese ganzen Sachen nicht essen. Ja, aber streiten und alles. Ich würde gerne so zu Promi Big Brother oder so. Oder Big Brother, ich meine, das ist voll witzig. Okay, deine Audition jetzt hier. Ladet sie ein. Oder ab 8. darf man noch da rein, oder? Bestimmt. Ja. Bin eine Woche auf, also let's go. Aber Mist, die Staffel ist gerade mal, hat gerade mal begonnen. Scheiße. Na, kannst du noch schnell rennen, weil jetzt. Komm. Komm schnell. Noch. So, wem schreibe ich jetzt noch? Ich habe jetzt schon das Schaf. Ich wollte gerade irgendwie Mu sagen. Kannst du auch. Ich habe schon Mu. Kannst du schreiben? Ich habe einfach Mäh. Ich habe einfach Mäh. Ich weiß nicht, ob sie antwortet. Hat eigentlich schon jemand geantwortet oder so? Nein. Piano schreibe ich jetzt noch. Ich bin echt auch mit Piano. Pizza oder so? Entweder Pasta oder Pizza. Aber meistens. Salat ist zu gut, oder? Salat? Ja, nee. Stop. Please. Dann wollte ich noch. Hier schreibe ich einfach auch mal, weil da. Oh mein Gott, Subway. Ich war jeden Tag. Ich bin so oft bei Subway. Schreibt denen auch danke, dass es euch gibt. Ich hoffe wirklich, irgendjemand antwortet. Das wäre echt belastend, wenn keiner antworten würde. Gut, und dann schreibe ich jetzt noch der von Riverdale, der Blonden, Lily Reinhardt. I'm the Black Hood. Oder was geht denn gerade da so ab? Gaga also King oder was war das? Gerade da, wie, wo die dieses Spiel immer noch spielen. Gaga King? Ding. Heißt ja, irgendwas mit, ich vergesse mal den Namen, aber irgendwas mit D&G heißt das, nennen die es immer. Heißt das nicht Gaga King? Aber ich hab gar nichts geschrieben. Ja, lass mal googeln, was? Lass mal googeln. Also, geht los, ja? Mhm. G-A-R. Ja. G-O-Y. Ja. L-E. Warte, G-O-Y? L-E. Gargoyle. Gargoyle King. I'm the Gargoyle King. Bestimmt ist die voll genervt von so. Vor allem, das macht auch, glaube ich, gar keinen Sinn, weil das schon längst gar nicht mehr Thema ist. Ich weiß, ich bin halt auch nicht so weit. Und das ist ja auch so ein. Ist es nicht einfach so ein Stock? Ist es nicht so ein. Ist es ein Mensch? Ich such's gerade mal. Nicht spoilern, aber. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt bin gerade. Ich habe keine Ahnung, welcher Staffel.
Ich wollte es auch mal spielen, das Spiel sieht voll witzig aus. Welches? dieses. Oh Gott! Spiel doch mal Ouija, wie es da heißt. Oh Gott, das habe ich da, dieses Ouija-Board da. Oh, Hilfe. So, ich schreibe jetzt nochmal hier schnell der Katja. Katja. Ich weiß nicht, soll ich noch einer letzten Person schreiben? Selina Gomez? Auch natürlich wahrscheinlich, dass sie antwortet. Ich schreibe jetzt nochmal Benjamin Blümchen, weil, guck mal, Leute, im letzten Video habe ich ihm geschrieben, denkt ihr, der hat mir geantwortet? Ja, der postet natürlich auch sehr aktiv. So, mein Herz wurde gebrochen. So, mal gespannt, ob er jetzt antwortet. Das war's jetzt mit dem Video. Ich bin gespannt, also mit dem, jetzt erstmal mit dem Video. Und in 48 Stunden filme ich dann die Antworten, falls solche kommen. Ich bin gespannt. Und ihr seht es jetzt direkt. Also ja, viel Spaß. Drückt mir die Daumen. So, jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergangen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wer mir so geantwortet hat. Als allererstes hat mir geantwortet Sean das Schaf. Wenigstens hat mir Sean das Schaf geantwortet. Benjamin Blümchen antwortet mir leider nicht. Die haben auf jeden Fall 3 Emojis geschickt. Und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Wer mir noch geantwortet hat, ist Papiano. Die haben auch 2 Emojis geschickt und darüber habe ich mich auch gefreut, weil I love Papiano. Yeah. Subway hat mir geantwortet. Die meinten, wieso so traurig? Wir danken für die liebe Nachricht. Was ist denn dein Favorit bei uns? Danke für die Antwort, wie lieb. Ich liebe alles bei euch, vor allem die Cookies, meinte ich dann. Oh ja, da haben wir auch Bock drauf. Innen saftig und außen kross. Macadamia forever. Das war unser Chatverlauf. Richtig cool. Ich liebe Subway. Ich bin da mega, mega oft. Ich glaube, am häufigsten von allen Fastfood-Restaurants. So, wer mir auch noch ganz lieb geantwortet hat, ist Dunkin' Donuts. Die waren super, super, super süß. Die haben danach mir dann auch nochmal geschrieben. Wir haben allgemein noch ein bisschen geschrieben und die sind echt richtig, richtig cool. Ja, das war es auch leider schon. Mehr Leute haben mir tatsächlich nicht geantwortet. Sehr gemein auf jeden Fall. Aber okay, vielleicht mache ich ja noch einen dritten Teil. Und ihr könnt super gerne die Leute, die ihr in dem nächsten Teil dann sehen wollen würdet, gerne in die Kommentare schreiben. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss.